Aus dem Käfig in den Bau. Im Elsass versuchen Naturschützer, die letzten wilden Feldhamsterpopulationen in Frankreich zu retten. Hunderte in Gefangenschaft aufgezogene Hamster werden ausgesetzt, damit die Tiere nicht aussterben. Jeder Hamster bekommt einen Bau zugewiesen. Eine Firma hat 80 cm tief vorgegraben. Den Rest muss der Hamster selbst buddeln. Im Sommer kann der Bau 1,20 m, 1,50 m tief sein. Welche Hamster wohin kommt, ist kein Zufall. Stets werden Männchen und Weibchen nebeneinander ausgesiedelt. Die Feldhamster hier sollen möglichst bald Nachkommen haben, die in Freiheit aufwachsen und natürliche Instinkte haben. Unser Ziel ist, sehr rasch Niveaus zu erreichen, die auf lange Sicht ihr Überleben sichern. Dazu versuchen wir, in jedem der drei Gebiete, in der die Art heute noch vorkommt, auf 1500 Tiere zu kommen. Dass es in Frankreich nur noch wenige hundert freilebende Feldhamster gibt, liegt an intensiver Landwirtschaft und auch der jahrzehntelangen Jagd auf die vermeintlichen Schädlinge. Der Europäische Gerichtshof hat Frankreich verurteilt, weil es seine Feldhamster nicht ausreichend schützt. Ein Verstoß gegen die zum EU-Recht zählende Habitat-Richtlinie.